Yeah, und willkommen in der alten Mine. Endlich mal ein neuer Schauplatz. Und das Minensystem ist ganz relativ umfangreich. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Wir sehen uns. Okay. Kann ich da mal vorbei? Jetzt haben wir einen kleinen Überblick über die Mine hier durch den guten Drake. Und unser momentanes Ziel ist hier einfach nur, die Liste von ihm zu bekommen. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Und noch vielleicht ein bisschen Erz zu bunkern. Ich habe jetzt bloß noch 150, weil wir ja die geile Rüstung uns geleistet haben letztens. Und die Mine war die erste Demo zu Gothic. Es gab ja zwei Demos, die Minendemo und dann die zweite Demo war der Anfang des Spiels, das heißt der Anfang der Kolonie, so wie wir auch das Spiel angefangen haben, mit Beschränkungen, Weltbeschränkungen, also wo man hingehen konnte. Das war mit Schildern gesperrt. Und die erste Demo war sehr verbuggt, fällt mir noch gerade so ein. Aber schon damals hatte mich die Demo relativ in den Bann gezogen, weil dieses Höhlensystem so cool ausgeleuchtet war zu der Zeit und so. Aber es war, wie gesagt, schweinemäßig verbuggt. Es war unspielbar teilweise. Und erst die zweite Demo später, die Open World Demo, hat mir eigentlich so die Faszination für Gothic eröffnet. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Ja, mir passiert so schnell nichts. Jedenfalls ist das Tunnelsystem bzw. die Mine halt sehr verzweigt, je weiter man runterkommt. Ein paar Dinge will ich mir anschauen, ein paar Schächte, also jedenfalls den Hauptschacht, klar, und ein paar Leute dann noch anquatschen, weil da gibt es noch ein paar kleinere Quests. Aber wie gesagt, momentan ist hauptsächlich das Ziel, Ian zu finden und mit dem uns zu beschäftigen. Später kommen wir nochmal in die Mine, sowohl kann ich schon sagen, und dringen auch noch viel tiefer ein. Aber das kommt erst später, im zweiten Kapitel oder dritten Kapitel, ich weiß nicht mehr, wenn wir uns dann schon auch einem Lager angeschlossen haben und auch stärker sind. Hier schaue ich mal kurz in einen der Nebenschächte. Der müsste aber noch, glaube ich, jetzt uninteressant für uns sein, deswegen spare ich mir den für später auf. Wenn man dann weiter runtergeht und den Gängen folgt, findet man auch die ersten Minecrawler, glaube ich. Im Hauptschacht gibt es keine, der ist sicher, da sind gar keine Feinde. Und gehen jetzt weiter die Etagen runter. Schön schick gebaut, muss ich sagen, so mit per Hand alles schön gemacht. Haben sich Mühe gegeben. Ist ein bisschen verwirrend zuerst, das Ding, wenn man nicht weiß, wie das gebaut ist. Und hier ist eine faule Sau. Snipes, Wesley. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz.
Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Na komm, das machen wir doch mal, wa? Ein bisschen Spaß muss sein. Aaron, komm mal her. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Eine schöne Lüge ausdenken jetzt. Was glaubwürdig ist. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Tja, sagt er mir doch nicht. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Yep, da haben wir die Quest bekommen, Aarons Truhe. Die wir jetzt genüsslich ausrauben werden, wenn der gute Aaron sich denn verzogen hat. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Wir brauchten einen Schlüssel. Na, kaufen wir mal. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Ja, wie unglaublich nett von dir. Na, aber sicher doch. Aber ich glaube so richtig, was Gutes ist in der Truhe nicht drin. Aber sie geht halt, wie gesagt, nur mit Schlüssel, glaube ich, auf. Oh doch, 72 Erz. Da hat sich ja unsere 30 Erz-Investition ja gelohnt. Dann müssen wir bloß aufpassen, dass wir Aaron nicht über den Weg laufen, aber da die Quest noch nicht beendet ist. Was ist denn das für ein Gerolle hier oben, ey? Dann kann man sich noch denken, dass was kommt. So, wo geht's da lang? Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Jo, können wir weiter runtergehen. Da rechts sehen wir schon das Lagerhaus quasi der Mine. Also ein kleines Lagerhaus nur. Das passiert. Dass ich mich mal aufs Maul packe, wenn ich die Leiter zu spät abspringe, aber es passiert nicht wirklich viel. Dank der Akrobatik. Mann, haben wir viele Kräuter. Könnte man die auch ein paar verkaufen. Na? Lilbert? Ulbert? Achso. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Wenn du mich in deine Truhen gucken lässt, gerne. Hier, trink noch mein Wohl. Danke. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ich hätte ihn jetzt nicht weglocken sollen, weil wie gesagt, es fehlt mir der Schlüssel. Ich kann die Kisten nicht aufmachen. Und man kann den Ulbert, glaube ich, bloß einmal weglocken. Das heißt, die Chance habe ich gerade vertan, auch wenn ich den Schlüssel später dann finde. Naja, ist nicht so wichtig. Was in den Truhen drin ist, weiß ich gar nicht. Ich hoffe, es war nichts Gutes. Aber wie dem auch sei. Egal. Man kann die nicht mal knacken. Ne, geht nicht. Ach doch. Hätte ich knacken können, aber ich glaube, jetzt habe ich keine Dietriche mehr. Und unten bei der Versammlung, da ist Ian und Aaron, unter anderem und Ulbricht oder Ulbert oder wie der hieß. Warten schon auf mich. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ja, ist ja okay. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Der ist aber auch dämlich, ey. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen.
Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Jetzt haben wir durch die ganze Iron-Aktion ein bisschen Erz sogar gewonnen. Nicht schlecht. Und der nächste. Hey, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Nicht schlecht. Gerade in der Mine Lass angekommen, schon zwei Leute angepisst. Aber die beiden Quests sind jetzt, wie gesagt, erledigt. Und da ist Ian. Aber zuerst gehen wir mal zum Händler. Oder zu Grimes erstmal. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Nee, aber ich kann mal an deinem Gesicht rumschürfen. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Nichts kann mich aufhalten. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Und die verlassene Mine, von der er geredet hat, ist die am Anfang, in der allerersten Folge, wo wir die erste Spitzhacke gefunden haben. Das ist die verlassene Mine gewesen. Bei dir kann ich tauschen? Jupp, alles was du willst, wenn du Erz hast. Oh, ein bisschen Erz hat er auch noch. Es gab also einst 3 Minen. Verlassene, alte und freie Mine. Und ich hol ein bisschen Erz noch. Huch, die Heiltränke wollte ich gar nicht. Oder einen vielleicht? Bisschen teuer. Geh ein bisschen Kraut weg. Ja, passt. Schon haben wir wieder 300 Erz zusammen ungefähr. Jo, 311. Und jetzt aber endlich der wichtige Mann hier, Ian. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Nordmar, das kennt man noch. Von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich seh mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. So einfach war das. Schon haben wir die Liste zusammen. Ich glaube, ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um hier auf dem Boden. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher, da ist zum Beispiel ein Höhleneingang zu den Minecrawlern. Aber ich glaube, ich lasse die Mine erstmal jetzt Mine sein, weil der Rest ist später erstmal wichtig. Wichtig war erstmal die Liste nur zu holen.
und sie halt Diego zu geben, zum Beispiel. Und das Lustige ist, weil er gerade von den Hochöfen von Nordmar gesprochen hat, diese riesige Schmiede besucht man tatsächlich in Gothic 3 dann. Das ist wirklich ein Riesenteil. So richtig, ist das nicht sogar so ein Bergkomplex gewesen? Puh, das ist einfach zu lange her schon. Da ist die Leiter, wo es hochgeht. Also nicht böse sein, dass ich jetzt den Rest der Mine noch nicht erkundet habe, also auch noch den Boden noch nicht, aber das kommt, wie gesagt, alles dann zu seiner Zeit, wenn es wichtig ist. Es gibt bestimmt wieder eine Waffe da unten, die ich vergessen habe, aber ich kann es auch nicht ändern, jetzt ist es schon zu spät, sorry. Außer ich gehe noch zum Nebenschacht, aber ich glaube nicht. Okay, ich glaube, ich habe da eine Pause gemacht, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, deswegen bin ich hier stehen geblieben. Ach, ich gehe doch noch runter, okay. Ich dachte, das habe ich später gemacht. Hier gibt es auch ein paar Kleinigkeiten noch, mit ein paar Leuten zu quatschen, so. Ich glaube, ein, zwei Buddler oder sowas. Das ist ein Abgrund rechts, sollte man nicht reinfallen. Brandig. Nichts zu sagen. Irgendwo ist doch so ein fauler Buddler, glaube ich, der da rumsitzt. Da ist er. Der gute Aleph. Ach, das ist der Aleph, von dem wir den Schlüssel hätten klauen können. Die Wachen erwischen mich nie. Oder kaufen. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Also ich logischerweise bezahle nichts dafür mehr, weil es bringt nichts mehr, den zu holen. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Ja, eben können wir Tipps kaufen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Nochmal. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Ah ja. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, wie gesagt, die hätten uns den Schlüssel kaufen können. Aber wir kommen ja momentan nicht mehr ran, weil ja Ulbricht wieder da ist. Einzige wahrscheinlich, was klappen würde, wäre ihn umzuhauen. Aber, naja. Und hier hätten wir den Aleph eben anschwärzen können, aber ich habe es nicht getan, weil er mir ja geholfen hat. Auch wenn er Erz dafür wollte. Aber eine Hand wäscht die andere. Von daher hat er nochmal Glück gehabt. Ja, das ist ein bodenloser Abgrund. So, aber jetzt glaube ich, müsste ich die Mine verlassen. Ja, oder daneben springen, weil ich so doof bin, die Leiter zu erwischen. Weil ihr müsst wissen, ich habe so eingestellt, dass ich mit rechter Maustaste springe. Aber auch mit rechter Maustaste, wenn die Dinge aufleuchten, die greife. Da hat das wohl nicht richtig geklappt. Weil in Gothic muss man immer Dinge fokussieren, bis sie leuchten. Dann kann man rechte Maustaste gedrückt halten und Aktionen ausführen. Was ich schlagen oder nehmen oder sowas oder aufmachen. Das heißt, man muss immer locken. Das ist auch der Grund, warum man im Gothic nicht gegen mehrere Gegner auf einmal kämpfen kann. Man kann zwar in zwei Gegner reinschlagen, aber wenn man keinen von beiden gelockt hat, trifft man keinen. Das war auch das Problem bei dem Goblin-Gekloppe. Ich hätte reindreschen können, aber ich hätte nichts getroffen. Ist ein bisschen dumm, das System, aber naja, gut. Soviel zur alten Mine. Bis später, mein Schatz.
Achso, wir wollen noch mit dem Typen reden, der hier, der Glenn, der verkaufte Dietriche. War ja ein guter Tipp. Ich habe gehört, bei dir kann ich Dietriche kaufen. Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Ah ja, 10 Stück. Ich will Dietriche kaufen. Brauchen wir nicht momentan. Einen haben wir noch, super. Oder ich habe nichts zu verkaufen momentan. Ich bin blank, ich habe bis 300 Erz, ich bin total arm. Und den Rest möchte ich jetzt nicht tauschen. Hier ist die Bedarfsliste an Vorräten. 10 Laib Brot, diesmal aber nicht das verschimmelte, 30 Äpfel, 10 Käse, Suppenkelle, Bürste, Spitzhacken, Hämmer und reichlich Sumpfkraut, weiß der erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Okay. Das müssen wir nicht liefern, wir müssen bloß die Liste überbringen. Also wir sind bloß ein Bote quasi. Ein schickes Bild ist das, finde ich hier. So, und draußen ist es schon Nacht geworden. Sieht schick aus, die Barriere ist wieder am Toben. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Was machen wir mit der Liste? Geben wir die Diego oder geben wir die dem neuen Lager? Mal schauen, welche Richtung ich einschlage. Jetzt wird es langsam spannend, weil ich glaube, es ist die Folge schon, wo ich mich entscheide fürs Lager. Oder die nächste. Ich glaube, es ist die nächste. Aber ich glaube, von der Route, die ich gerade gehe, kann man vielleicht denken, wo ich hingehe. Spätestens, wenn wir unten ankommen und dann eine Richtung einschlagen. Es fliegen eine Menge Sternschnuppen durch Gothic, fällt mir gerade auf. Irgendwie jede 2 Sekunden fliegt oben eine Sternschnuppe, da schon wieder eine lang. Ist ein bisschen, ja, es ist wahrscheinlich so ein Algorithmus, so ein Zufallsalgorithmus, der aber, finde ich, ein bisschen zu schnell ist. Ja, und den Weg seht ihr schon, den ich laufe. Ich gehe Richtung neues Lager. Warum ich das tue mit der Liste? Ich bin mir nicht sicher gerade, ob ich das schon mal erklärt habe, dass man die Liste auch ins neue Lager bringen kann, um damit was anzurichten quasi. Oh, jetzt nehme ich mal die Abkürzung ins neue Lager, und zwar durch den Wassereingang, der nicht bewacht ist. Was ich ein bisschen komisch finde bis heute. Wo man eigentlich ziemlich leicht einbrechen kann. Okay, damit kommt man zwar nur bis zum Reisfeldern, aber das Haupttor ist immer noch bewacht. Aber trotzdem könnte man hier locker sich mal durchschleichen. So wie ich das gerade tue. Dumm ist bloß, man kommt hier an die Seite nicht ans Ufer, weil es zu steil ist. Das heißt, ich muss hier hinten rum und dann nochmal langlaufen. Wahrscheinlich hätte ich in der Zeit schon den normalen Weg geschafft, aber okay. Wollte ich auch mal zeigen, den Weg. Ich habe das Gefühl, es geht schneller, aber ich bin mir nicht sicher, weil man muss ja auch gegen die Strömung schwimmen. Und wie ihr seht, ist es sehr, sehr langsam. Und die Jungs müssten eigentlich... Pennen die schon oder arbeiten die noch? Ne, die Reisflöcker sind schon im Bett oder in der Kneipe. Und die Aufpasser machen ein schönes Lagerfeuer mit Saufen, Essen, Trinken, Quatschen, Schreien, keine Ahnung. So, mit der Liste gehen wir jetzt direkt zu Laris, unserem Banditenanführer. Und fragen ihn mal, was er denn damit Schönes anfangen könnte. Homer steht wohl Tag und Nacht da. Nee, stimmt. Wir haben ihn schon mal gesehen morgens, wo er erst hingegangen ist. Ach, der Baal geht, glaube ich, in die Kneipe. Genau wie der Bandit da. Bandit. So, Laris, ich hoffe, du bist noch wach. Du schon wieder. Was denn du? Ah ja. Da war ich mir nicht sicher, ob ich das auswählen sollte, deswegen, erstmal sicherheitshalber speichern und ihm dann das sagen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht, wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben.
Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Torus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Torus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Lares werden die Augen aus dem Kopf fallen. Torus kann mir am Arsch lecken, so. Hier, Lares, ein Geschenk für dich. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Gemein, aber cool. Gut, dann geben wir jetzt Diego eine gefälschte Liste. Das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, aber naja. Und die Banditen rauben dann die Lieferung aus, die sie selbst geschrieben haben, quasi. Natürlich ein ziemlich guter Plan. Und keine Angst, ich mache einen Schnitte. Warum ich jetzt durch den Hintereingang gehe, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Diego pennt bestimmt schon. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt ein paar Minuten gelaufen und es müsste bestimmt jetzt schon... Ach, ich gehe pennen. Okay, das war klug, weil ich glaube, es ist schon nach Mitternacht jetzt. Und nach Mitternacht, glaube ich, gehen die alle pennen. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Vor noch hat sich also doppelt gelohnt. Mensch, jetzt geht's ja hier Schlag auf Schlag mal langsam, ne? Wurde auch mal Zeit so ein bisschen. Leider mal so, die erste Phase in Gothic, das erste Kapitel ist ein bisschen Leerlauf, wenn man es nicht selbst spielt. Danach geht's aber dann, wie gesagt, eigentlich relativ fix. Also nicht vorbei das Spiel, aber fix so die Spielmechaniken. Na, Herr Koch, ach Mensch, von dem hätten wir uns ja jeden Tag was holen können. Ich frag mich ja, was mit dem Dings passiert ist, mit unserem Kumpel. Den wir verjagt haben. Die Nervensäge matt. Hallo Torus. Oh Gott, bloß weg hier. Hallo Diego. Hab hier was für dich. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Oh oh, er hat's wohl geschluckt, so wie es aussieht. Wir gucken mal kurz nach, was jetzt da steht. Nee, das war's nicht. Prüfung des Vertrauens muss ich gucken. Bei erfüllte Mission, glaube ich. Da. Diego war sehr zufrieden, als ich ihm Ians Liste überreichte. Er scheint Laros Fälschung nicht durchschaut zu haben. Oder habe ich gerade ein Funkeln in seinen Augen gesehen? Ja, Diego ist nicht dumm, der weiß schon, was wir machen. Es scheint ihn nicht zu stören, das ist gut. Und zurück im Sumpflager, im neuen Lager. Das ging Fixi Foxy hier. Mensch, haben wir einen dicken Stein im Brett. Mal gucken, was Laris jetzt sagt. Mal kurz speichern. Diego hat uns wohl nicht krumm genommen und er hat bestimmt durchschaut, garantiert. Na Quatsch, endlich fertig hier, Kumpel. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut, ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Torus Gardisten schon tot im Wald. Oh, jetzt schon. Das ging aber fix. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Sehr kryptisch. Aber na gut, dann tun wir das halt. Gorn war an dem Überfall beteiligt. Okay. Dann holen wir uns mal unseren Anteil.